Warst du schon? Ne, ein Laserturm fehlt noch. Den hätten wir überall hier in einem Forst an der Westmauer was. Aber ist okay. Von woanders werden wir noch nicht angegriffen. Wobei doch, von hier oben. Die haben letztes Mal hier so einen Durchbruch gemacht. Das war nicht so schön. Ich stehe gar keine hellblauen Tränke her, fällt mir gerade ein. Gucken wir doch mal, was an weißen Chips produziert wurde. Wahahaha, 84 Stück. Das ist echt super. Habt ihr irgendwo Mangelerscheinungen? Tin eventuell. Ja. Da das Ganze hier eh schon total hässlich aussieht, mache ich es doch nochmal noch hässlicher. Brauchen wir ganz viel davon. Und wir holen von hier ganz hinten das Tin. So. Und bringen das Ganze da hinten hin. Dass ich mich nicht darum kümmern muss, das immer durchgehend aufzufüllen. Brauchen wir mehr davon. Untergrunddinger haben wir noch. Untergrunddinger haben wir noch. Genau. Zwei. Ein da, ein da. Wo musst du überhaupt hin? Du musst dahin. Okay. Darum, 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 darum. Und so. Wow. Ja, okay. Das Ding ist jetzt autark. Müssen wir irgendwo irgendwas zufüttern? Tin kommt. Kupfer kommt von da. Braucht das Ding ja kein Eisen? Also die weißen Chips? Nö. Nö. Ah, doch hier. Wir brauchen dreckiges Eisenerz. Das habe ich nicht nachgefüllt. Machen wir hier eine Kiste. Und du füllst bitte da rein dreckiges Eisenerz. Wir brauchen jetzt nur dreckiges Eisenerz. Oh, ich habe eine tolle Idee. Mist. Doch geht. Okay, mach das da weg. Mach das da hin. Und du stellst dreckiges Eisenerz her. Ich hoffe, dass es dreckig ist. Ich glaube, es ist nicht dreckig. Nein, es ist sauber. Kann ich Eisenerz dreckig machen? Ah, Mist. Ups. Da. Da. Gibt es einen dreckigen Eisenerzreplikator? Nein. Also müssen die Kisten doch wieder hinhalten. Das heißt, es ist nicht super duper autark, aber doch schon ziemlich. Wir müssen nur ab und an mal das Eisenerz hinbringen. Wobei das echt nicht viel Eisenerz braucht, diese komische Ferric, was auch immer, Solution. Was auch ganz gut ist, weil wir stauen nirgendwo Eisenerz. Außer in den beiden Dingern da. Gib mir mal. So. Jupp, 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 jupp. Achso, Stahl abholen zwischendurch ist eine gute Idee. So. Die Jungs aus den Kommentaren hatten recht. Roboter sind auch so weit weg. So weit, weit weg. Schnief. Also wir haben jetzt schon ein paar blaue Tränke wieder zwischendurch gebaut, aber das ist halt echt ein Kampf, ne? Da. Eisenerz. Wir haben keine Ärmchen. Denn halt im langen. Ich lass mich da nicht entmutigen. Dann halt im langen Ärmchen. So du. Ah, die haben wir noch gar nicht automatisiert. Die weißen Bretter. Das heißt, er läuft jetzt nur so lange, bis die da durch sind. Wie kriegen wir die weißen Bretter? Resin und Holz. Ah, Mist. Brech die da alle ab. Mach ganz viele davon. Ah, wir bräuchten also eine Fabrik hier, die das macht. Die das Resin von hier unten verarbeitet. Also hier eigentlich irgendwo. Wir bauen mal einfach da eine Fabrik hin. So. Und die stellt die hier her. So. Jetzt müssen wir nur hier Holzplatten hinbekommen. Das so. Ist hier irgendwo Holz?
Können wir irgendwo Holz klauen? Oh, können wir inzwischen Holz replizieren? Jo. Natürlich kein Strom. So, also Holz kommt dahin. Du machst bitte das aus das. Es. Warum habe ich dich jetzt zweimal gemacht? Weg, weg, weg. Da. Du replizierst Holz. Dann haben wir die Bretter hier. Also wir müssen nur die Bretter von hier nach da unten bringen. Und das mit minimalem Platz. Können wir das? Können wir das? Ich brauche unterirdische. Und ich brauche normale. Können wir dich direkt runterlegen? Nein, können wir nicht. Wir können das hier vorher abknicken lassen. Ja. Hier schon. So, dann gehst du da runter. Du gehst da rein. Ja. Was kriegen wir hin? Du, darum, du. Ich muss jetzt, glaube ich, einen kleinen Umweg gehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich so sein muss. Aber das ist das, was mir als erstes aufgefallen ist. Ich gehe jetzt darum, darum. Da hoch. Darunter, da raus und dann hier durch, bis nach da hinten. Da, da, da und auf welche Höhe? Auf der Höhe. So, jetzt fehlen nur noch davon welche. Und zwar darunter, da hoch, darunter. Das war die falsche Höhe. Das war doof. Mach doch einfach das hier raus. Da auf dem Fließband. Ja, das ist dezent einfacher. Überall liegen diese weißen komischen Dinger rum. Darum, darum. Darum. Ja. Rund raus. Irgendwer greift uns irgendwo wieder an. Das ist okay. Du bist zu dick. So. So. Knick, knick, knick. Gott, verdammt. Okay. Das hier brauchen wir alles nicht. Ah, das sah schön aus. Auf eine queere Art und Weise so. Seid ihr jetzt autark, verdammt nochmal, ihr doofen weißen Chips. Holz, komisches, buntes, weißes Holz. Kommt da rein, du kommst dahin. Also bis auf das Eisenerz natürlich autark. Das läuft hier alles, macht Dinge. Bewegt sich und blinkt. Tin ist inzwischen angeschlossen, ja. Das heißt, es hängt echt nur am Eisenerz. Okay, okay. Gib mir mehr davon. Mach mehr blaue Tränke. Und das sieht langsam so aus, als könnte das funktionieren. Ja, theoretisch müsste ich jetzt die blauen Tränke noch automatisieren. Dafür müsste ich die Chips von hier holen. Irgendwo drei verschiedene Ärmchen herstellen lassen? Nee. Das ist okay. Stellen wir im Spielinventar hin, dann kriegen wir ab und auch noch welche umsonst. So, 25 jeweils war der Plan. Kommen wir langsam hin. Aber das ist krank. Das ist einfach nur krank. Vor allem, es verzögert das Ganze nur und macht unnötig viel Platz. Also gefällt mir nicht sonderlich, muss ich ehrlich sagen.
mehr Content ist schön, also so wie hier bei Yuuki, aber nicht, dass man davon so abhängig ist, also dass man es machen muss, wie bei dieser Bob-Geschichte hier, den neuen Chips. Achso, ich soll die weißen Bretter mal hier reinschmeißen, weil ich habe keinen Bock davon, immer zwei Stacks rumzuschleppen. Warum hast du dir gerade die weißen Bretter nicht genommen? Warte mal. Ah, okay, weil hier keine gebraucht wurden. Okay, tu die da rein. Tu die da wieder rein, dann ist gut. Ja, damit. Also, weiße Chips sind jetzt schon mal in der Produktion. Die werden auch einigermaßen schnell produziert. Ich könnte es noch verschnellern, indem ich eine gelbe Fabrik baue. Du weg. Genau, wir machen einfach hier draußen eine gelbe Fabrik. Die ganzen anderen Sachen müssten ja eigentlich schnell genug kommen. Ja. Gelbe Fabrik. Zack. So. Und jetzt baue ich mal die Forschungsanlage für Module. Weil Module würden uns auch noch stark helfen. Wobei ich auch immer dran denken muss, zwischendurch wieder Solar Panels zu bauen. Damit unser Akku schön voll ist in der Nacht. Und auch Akkus bauen. Okay, Forschung. Munition replizieren wäre eigentlich ganz schick, falls wir mit den Yuuki-Türmen arbeiten. Ja, machen wir das da. So, und wo versteckt sich jetzt das Labor für die Module? Bei den Modulen? Nö, wäre zu offensichtlich, das Modullabor bei den Modulen zu verstecken. Modules Lab, da. Braucht 15 weiße komische Dinger. Dafür bräuchten wir ein Speed Circuit Board, ein Effectivity Circuit Board und ein Productivity Circuit Board. Was sind die da? Die brauchen weiße Dinger und die brauchen wieder das Ferric-Zeug. Und müssen in einer mindestens blauen Dingens hergestellt werden. Okay, das heißt, wir müssten das ebenfalls irgendwo in die Nähe tun von dem Ferric-Zeug. Was jetzt ungünstig ist, weil wir haben das alles sehr kompakt hier gebaut. Aber wir haben Untergrundrohre. Sind die da länger? Nicht wieder drehen, du doofes Ding. So, dreh, dreh. Ne, die sind nicht länger. Kaputt. Oh, warte. Wir könnten es auch hier machen. Hier ist auch nirgendwo Platz. Wie sieht es mit der Richtung aus? Da ist das komische Zäpfchen-Ding. Was ist hier reingepumpt? Carbon. Das kann weg. Okay, warte. Ich glaube, ich habe eine Lücke gefunden. Von da nach da. Und jetzt ist es draußen. Jetzt können wir es von hier aus irgendwo hinbringen, wo wir die Fabrik aufstellen. Also zum Beispiel da, wo kein Strom ist. Was? Doofes Fließband. Hier. Altes Strommuster. Ja, hier irgendwo hin. Du, mach mal so. Tu die Fabrik hier hin. Okay. So, du stellst jetzt diese Basic-Dinger her, die wir brauchen. Dafür brauchst du diese Ferric Solution. Die hast du jetzt hoffentlich. Du brauchst du die da. Und du brauchst die da. Und du brauchst mal wieder Tin. Ich sehe ein Muster, was das Tin angeht. Das könnte noch gefährlich werden. Aber wir können es jetzt hier replizieren. Das sollte also okay sein. Gib mich mal da. Und ein paar von den weißen Dingern. So.
Eigentlich sollten wir es so machen, dass die Weiß noch gleich... Nee, nee, ist okay. Tu die hier hin. Wir werden davon eh nicht so viele brauchen. Naja, keine Ahnung. Tu die da hin. Mach so. Okay, wir haben das Forschungsdingens. Das heißt, in den nächsten Folgen können wir uns die da rausnehmen und mit denen zusammen dann das Labor bauen. Das da. Und mit dem Labor dann Speedmodule erforschen und mit den Speedmodulen dafür sorgen, dass schneller die weißen Dinger hergestellt werden. Und ich muss immer schön nebenbei blaue Tränke herstellen. Ja, harter Kampf. Sehr abgefahrene neue Lavalampe, die überhaupt nicht geplant war. Aber Silavi, jetzt ist sie da. Was bist du? Oh Gott. Nein, nein. Ich hätte gerne bessere Rohre. Wo wir gerade bei dem Thema wären, mit nicht genug Reichweite. Ja, also in den nächsten Folgen das Modullabor bauen und antesten. Und dann könnten wir eigentlich auch langsam schon mit der Forschung anfangen für die blauen Kisten, die noch fehlen. Also wir haben noch keine 150 hellblauen Tränke, aber wir sind relativ nah dran, glaube ich, langsam. Also wir haben schon 50, 75, also Hälfte. Ja, Hälfte haben wir. Aber ja, in ein, zwei Folgen oder so könnten wir damit schon anfangen, weil die Forschung selber braucht ja auch ein bisschen. Und im Notfall können wir auch immer noch die Geschwindigkeit einfach hochdrehen, wodurch das Crafting dann auch wesentlich schneller geht. Problem dabei ist nur, dass die Angriffe eskalieren. Und wenn ich zu viel im 1000% Geschwindigkeitsmodus arbeite, dann sind da irgendwann Königinnen vor der Haustür. Und die können wir jetzt noch nicht knacken. Weil ich absolut nicht in Richtung Waffenforschung gehe. Ja, müssen wir gucken. Aber dann bis gleich.